glaube, ich habe jetzt den Stab auch mit repariert, aber ist egal. Hello, my friend. Stay a while and listen. Ja, Stab der Brillanz. Well, what can I do for you? Oh, den können wir nicht bei Gwisford verkaufen. Unpraktisch. Oh, ich hätte bei Pepin fragen können wegen Heilung, weil ich bin mir nicht sicher, wie man, ob man Mana in der Stadt überhaupt noch auffüllen kann. I sense a soul in search of answers. Der darf verkaufen. Weil bei ihr kann man das auf jeden Fall nicht. Man kann auch nicht aus ihrem Kessel saufen. Wäre aber ein nettes Gimmick gewesen. What ails you, my friend? Ja, bei ihm können wir nicht unser Mana auffrischen. Und ich glaube durch irgendeine Erfrischung auch nicht. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Wow, what can I do for you? Hast du was Neues? Topaz Armor, Armor of Power, Schild, Schild, Gold Longbow, den kennen wir schon. Bow of the Moon. Wow, what can I do for you? Der ist sowas von gekauft. Neun bis zwölf Damage. Ja. Das heißt, der kann weg. Und ja, dass der Bogen halt nicht so viel ausmacht, was unser Dexterity, also Damage und Hitpoints angeht, weil wir halt ja eh vorher einen hatten mit Dexterity. Also mit unserer Trefferwahrscheinlichkeit. So, aber mit dem Bogen sind wir dann noch gut ausgerüstet, um uns Wailer zu holen. Oder Weller. Ja, Weller. Weller spricht man, glaube ich, ein bisschen an. Schreibt man ein bisschen anders. Man sieht hier übrigens auch auf der Map, dass hier wahrscheinlich dann die Wand aufgehen wird. So ein Bloodstone, den wir hier platzieren müssen. Ah, da drüben ist die Tür jetzt aufgeploppt. Stimmt, da ploppt eine Tür auf. Und zwar in die Halls of Fire. Nee, halt. Genau, das war das Spielchen. Hier ist sonst nichts mehr drin. Wir müssen die Blutsteine finden, zum Altar bringen. Dann geht ein neuer Raum auf. Das ist übrigens auch recht cool. Für so ein altes Spiel. Oh, Gold. Und ja, ich mach mal die Karte weg. Achtet mal drauf, jedes Mal steigt auch das Blut an. Der Effekt, den finde ich auch toll. Und ja, hier ist der nächste Raum aufgegangen. Ja, der D-Zug, der hat wehgetan. Der noch mehr.
Au, ich habe vergessen, wie weh die Viecher tun können. Weglaufen? Die Tür ist aber zugegangen und ich habe es nicht gemerkt oder ich habe sie aus Versehen zugemacht. So, will noch jemand? Ja, Arcane Sweller. May the spirit of Arcane protect me. Ja, hoff bis mal. So. Sieht man schon, 25 Rüstung zu 9. Fastest Hit Recovery, das ist schon mal sehr nice. Das heißt, wir zucken kaum noch zusammen. Kriegen verdammt viel Rüstung und verdammt viel mehr Leben. Okay, nur 9 mehr Leben. Und... Tada, wir sehen anders aus. So. Ach, hier sind die Türen auch zugegangen. Gut. Gut, was war dann die schlimme Quest? Ich glaube, Hall of the Blinds war recht crazy. Können uns aber auch noch über den Weg laufen. Beyond the Hall of Heroes lies the Chamber of. Oh. Fire Clan. Tag, Jungs. Die lassen einen schon mal nicht in Ruhe reden. Ach, und das sind die wieder Knochenbogenschützen. So. Ballern wir dich tot. Lumpen mal wieder. Okay, da ballern sie noch auf mich. Unfreundlich. Und ja, die kommen sogar nicht mal aus ihrer Tochter rausgebrochen. Die warten da schön brav stationär. Horrorbogenschützen. Ah ja, Chamber of Bone. Ah, Hilfe. Level up, den nehme ich gern. Da wir gerade durch die unsere ganze Ausrüstung mehr als genug Vitality gekriegt haben, ziehe ich mal Dex vor fürs Erste. So, jetzt hören wir nochmal. Chamber of Bone. Eternal death awaits any who would seek to steal the treasures secured within this room. So speaks the Lord of Terror.
And so it is written. Also ja, hinter der Halle der Helden befindet sich... Wow. Hinter der Halle der Helden befindet sich der Tod. Nein, befindet sich die, Chamber of Bones. Oh, neue... Town Portal, Scroll of Infravision. Dadurch sehen wir nach durch die Dunkelheit hindurch und durch Wände. So. Eine Battle Axe. Ja, ist okay. Und wieder ein Goatschwein. Arcane Power brings Destruction. Hat nichts an unseren Stats gemacht, hat aber unser Mana aufgefrischt. Und hat eine Arcane Nova gemacht, die uns nichts gebracht hat, weil eh alles tot war. Scroll of Fireball. Ha. Ja, das ist unschön. Tja, die Scroll of Fireball bringt uns nichts. Er selber sollte uns nicht zu nahe kommen. Also der Boss. Ah, den da meinte ich, ja. Blattgatter, okay. Heißt er wahrscheinlich Garbats großer Bruder, der... angepisst ist, weil wir seinen kleinen Bruder getötet haben. Oh. Ah, stimmt, da haben wir jetzt die Chamber of Bones auch aufgemacht. Das hier nämlich. Ah ja, zu den Chambers of Bones geht's da lang. Wirklich lang wollen wir da, glaube ich, aber noch nicht. Gucken wir erstmal durch die Tür. Die mal offen war und ich habe sie wieder zugemacht. Oh, eine Potion of Healing ist immer gut. Und Stone Curse. Ja, etwas, was wir auch nicht benutzen können. So, das hilft uns ungemein. So können wir nämlich einfach in den Raum reinballern. Ohne dass sie an uns rankommen. Ja, als Fernkämpfer helfen solche Barrieren immer ungemein. Außer wir machen sie aus Versehen kaputt, wenn wir sie noch brauchen. Noch eine Town Portal Scroll. Hier ist nichts drin. Das ist eine Trap Chest. Ah, haben wir es mal gesehen, dass das eine Trap-Chest war?
Und hier ist ansonsten nichts mehr drin. Und ja, blöderweise, dadurch, dass ich das Buch als erstes angeklickt habe, habe ich schon ein paar Arten. Lustig, dass die Säule hier auf dem angezeigt wird übrigens. Eigentlich sind hier überall Wände normalerweise. Also so wie es oben in den bei der Weller-Rüstung war. Ja, Gargoyle. Und die verschwinden, wenn man das Buch anklickt. Haben wir jetzt leider nicht gesehen. Gut, da ist der Weg nach unten. Für die Chamber of Bones reicht uns die Zeit heute leider nicht mehr. Also gucken wir uns hier oben noch um. Dann machen wir die Chamber of Bones in der nächsten Aufnahmesession. Nö, nix hier drin. Okay, gucken wir noch, wie viel wir von dem Ort hier klären können. Dann gehen wir zurück zu den Chamber of Bones, also zu den Treppen hier. Oh, die ist trapped. Oder noch besser, gehen zurück in die Stadt erstmal. Hören uns so an, was die Leute dann, also in der nächsten Aufnahmesession, was die Leute über die Chamber of Bones zu sagen haben. Weiß man, auf Town Portal haben wir ja jetzt genug. Mehr als genug. Wow. Viele Gargoyles, Familias, alles Mögliche. Also ja, Winged Demons heißen sie. Gehören eher zur harmlosen Sorte. Mana-Schild. Tja, ihr nervt. Gute Skelett-Bogenschützen treffen nicht so gut wie zum Beispiel Fireclan-Bogenschützen. Man merkt aber, wir kommen auch langsam an den Punkt, wo die Gegnermassen immer mehr werden. Also wir seltener auf kleine Gegnergrüppchen stoßen. Sondern mehr auf größere Gegnergruppen. Nicht. Wir will noch mal. Book of Flesh. Squall of Healing. Unnötiges Schwert. Oh, lag da noch was? Oder war das einfach nur die Tür? Das war nur die Tür, schade. Ja, hier ist der Weg nach unten. Da geht's noch ein Stück weiter. Die Chest ist trapped. Und ja, gut. Das heißt, als nächstes wieder in die Stadt. Fragen, was es mit der Bone Chamber auf sich hat. Wall of Firewall, die könnten wir sogar benutzen. Brauchen wir aber nicht. So.
Spiel speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.